Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Witch of Fern Island. Ich habe schon die Kräuter jetzt hier mal weggesammelt und wollte mir jetzt mal hier die Felder anschauen, weil ich glaube, das eine oder andere könnten wir schon. Nein. Doch, die Radieschen. Radieschen könnten wir vielleicht ernten. Jetzt ist nur die Frage, kann ich die so ernten? Ich kann die Feldfrüchte mit einer Schaufel entsorgen oder warten, bis sie genug gewachsen sind, um sie zu ernten. Okay, also das geht noch nicht. Wassertechnisch würde ich sagen, passt das jetzt noch alles noch? Ich muss jetzt ja noch nicht mit der Gießkanne rumrennen. Ist auch recht viel zu gießen, ne? So, durch das, dass ich jetzt halt hier die ganzen Kräuter eingesammelt habe, muss ich jetzt mal gucken, dass ich die hier auch wieder unterbringe. So, also und vielen herzlichen Dank auch nochmal für euer Feedback. Das ist sehr toll auf dieses Spiel hier. Da haben wir noch was. Und die Pilze und das Ding wollte ich zum Museum bringen oder besser gesagt zum Rathaus. Pilze hast du nicht da. Ich muss auf jeden Fall noch weitere Kisten bauen, also da komme ich nicht drum rum. Alleine die Klamotten würde ich ja gerne nach innen stellen, das bringt mir sonst gar nichts. So, was haben wir denn da? Wir haben hier Holzesche, beispielsweise. Achso, die Asche, ne? Okay, also Asche gibt uns anscheinend nichts. Nichts Neues. Naja, dann schauen wir mal. Also wir müssen ja gucken, dass wir auf jeden Fall irgendwie Geld zusammenbringen. Von daher würde ich sagen, dass wir vielleicht mal, was haben wir? 10 Münzen, na toll. Von daher würde ich sagen, ich würde mir gerne mal die Angel kaufen. Also das wäre jetzt wirklich mal etwas, was ich gerne machen würde. Ich denke mal, einen Platz haben wir noch. Vielleicht können wir das Ganze dann so sortieren und dann die Angel vielleicht hier noch her, auf den Platz. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Schauen wir halt einfach mal mitnehmen. Habe ich da jetzt eigentlich irgendwas? Nee, ne? Ich würde mal gerne probieren mit dem Brot, was dann da eigentlich passiert, wenn ich denen was reingebe, was sie mögen. Das müssten wir einiges haben an Brot, ne? Oder auch nicht. Hatte ich irgendwo Brot drin? Ich dachte, ich hätte Brot gehabt. Doch, da. Ich würde gerne nur eins nehmen. Lass mir das dann mal da reinhauen. Es ist eh schon schön, dass der direkt hier neben uns steht. So, geben. Weil das mögen sie ja anscheinend. Klette. Das ist wirklich so ein Sammelwahn, den man hier hat. Ne? So, hier würde ich auch nochmal drauf gucken, ganz kurz. Foto von Hase. Ich habe noch keine Kamera. Gib Tiergift. Foto von Hase. Gib Hyazinthe mal 5 an Anna. Ich glaube, ich habe keine Hyazinthen, also lasse ich das jetzt mal. Angel. So, wir haben 120, wir haben nur 120, nee, 89 Münzen haben wir und die Angel, die kostet ja wesentlich mehr, ne? Ich glaube, wir müssen zum Strand, müssen Muscheln sammeln, dass wir mal die Muscheldinger die ganzen Muscheln sammeln, dass wir die Ketten herstellen können. Ich glaube, das wär ganz gut. Ich möchte auch nochmal ins Wüstengebiet gehen. Und Stiefmütterchen. Ja, hätte ich jetzt diese Schilder. Oh, Kletten, das ist gut. Kletten, die können stacken. Na gut, hat jetzt halt viel gebracht. Aber gehen wir jetzt mal da runter. Schauen wir mal, was wir an Muscheln vielleicht finden können. Und Stöcke natürlich.
Und dann gehen wir auch nochmal hinten zu den, zu diesen, keine Ahnung, wie die eigentlich heißen. Da liegt nichts. Ach ja, genau. Die Krabben, die kann ich fangen. Genau, die Krabben kann ich fangen mit dem Netz. Und ich kann auch die Hasen fangen mit dem Netz. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das schon erwähnt habe. Ich habe jetzt halt fast eine Woche Pause gemacht hier mit den Aufnahmen. Es ist nur schwierig, die zu fangen, weil manchmal wollen sie sich nicht fangen lassen. Und ich weiß auch nicht, was ich mit denen machen kann. Also das ist noch das Nächste. Wahrscheinlich kann ich sie braten. Ja. Krabbe. Haben wir gleich nochmal eine. Jawohl. Vögel kann man nicht fangen, weil die fliegen zu schnell, zu früh weg. Okay, nee, passt schon. Das reicht mir schon. Jetzt schauen wir mal hier lang. Vielleicht haben wir noch ein bisschen was an Seetang. Aber hauptsächlich natürlich möchte ich die Muscheln sammeln, ne? Dann können wir die Muschelketten machen. Und die Muschelketten, die können wir wahrscheinlich besser verkaufen. Kannst du mal bitte da oben bleiben? Und da ist nichts. Der Anker. Den kann man ja nicht sammeln. Hier noch irgendwas? Nein. Ja, die Kamera, die dreht es immer wieder nach unten. Ich würde aber gerne die Kamera hier oben behalten wollen. Ja, da ist nichts mehr. Braucht halt auch eine Zeit lang, bis das nachkommt, das Zeug, ne? So. Schauen wir mal. So, die Pafti, genau, Paftis. Geben, okay, keine Ahnung. Anscheinend hat es nicht gewirkt, weil ich die wahrscheinlich vorher schon rein habe. Ja, doof jetzt, ne? Na gut. Was soll ich machen, ne? Wenn ich da jetzt keine Muscheln finde. Finde ich keine. Mal gucken, ob ich irgendwie Schmetterlinge oder irgendwas fangen kann. Salamander können wir fangen, auf jeden Fall. Was Plappernkräuter. Und Tulpen, jawohl. Hier, die Hasen, die können wir auch fangen. Aber kann ich dich auch fangen? Aber die sind halt schwierig zu fangen, ne? Im Inventar ist nicht genug Platz. Ach. So. Wo sind wir? Wir sind ja da. Gefahr? Ach so, nee, das war. Ich weiß nicht, das wird mit Gefahren gezeigt, das Ding. Schauen wir mal, was wir noch hier so an Blumen vielleicht sammeln können. Zumindest das. Aber wir sind halt schon wieder voll, ne? Ja, und die Hasen, wie gesagt, die kann man fangen und dann hat man allerdings Fell. Hier noch irgendwas, was ich sammeln kann? Irgendwelche Blumen? Schade. Okay. Wir gehen zurück. Was will ich machen, ne? Wenn ich die Taschen voll habe. Können wir hier in den Stand schauen. Also die Sachen werden nicht verkauft. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das zuerst gekauft. Preise werden verdoppelt. Heute beliebt. Langwurzeln, okay, das sind Langwurzeln sind hier. Okay.
Die Kisten kann ich auch verwenden, also danke auch für den Hinweis. Die da draußen stehen, die Kisten. Hier Muschel. Muschel, Stern. Die Äste. Die Krabben habe ich, glaube ich, draußen. Pflanzen habe ich sowieso draußen. Und es sind jetzt halt auch schon drei Arten Krabben. Aber ich kann mir das einfach nicht leisten, ne? Mit den, dass ich jetzt hier so viele Nägel oder sowas kaufe, dass ich die Kisten herstellen kann. Bei 89 Münzen, da bleibt einem nicht sehr viel. Also ich habe nicht sehr viel Geld. Tulpen, da wird mit Sicherheit auch irgendwann einmal eine bessere Tulpe dann kommen. Ihr kommt dahin und die Stiefmütterchen dahin. So. Du kommst dahin. Dann gehen wir jetzt halt einmal zum Rathaus. Dass wir wenigstens mal die Tafel wegbekommen. Ja, ohne Geld ist hier echt nichts los, ne? Also ich kann nichts machen, wenn ich nicht Geld habe. Also zumindest keine Rezepte kann ich mir nicht zusätzlich kaufen. Weil ich würde nämlich gerne diesen Müllverwerter mir auch holen. Für die Müllbeutel, die wir hier so in den Mülltonnen sammeln. Feder. Weil ich bin mir sicher, dass mir das Materialien gibt noch zusätzlich. Ich schaue jetzt ja nicht jeden Mülleimer durch, das ist auch klar. Aber zumindest den einen oder anderen, den räume ich mal. Okay, gehen wir mal hoch. Ich denke zumindest, dass ich die Tafel ihm geben kann. Halt! Wenn du außerhalb... Ach, na, was ich nicht sehen konnte. Okay. Dann muss man das wahrscheinlich da rein tun, ne? Spenden? Spende angenommen. Okay, das muss jetzt dann auch wieder irgendwo hier liegen. Da ist sie, beim Kamm. Okay. Ich weiß nicht, ob es irgendwas Besonderes gibt, wenn man so eine Vitrine voll hat. Machen wir halt einfach, ne? Okay. Dann würde ich sagen, also am Strand waren wir gerade. Ich überlege echt, wo wir hingehen, ne? Simipurs Haus, weil im Grunde müssen wir alles erforschen. Aber ich will auch irgendwie Geld zusammenbekommen. Wir könnten mal zur Tulok's Farm gehen. Vielleicht kriegen wir da eine Epona. Schauen wir mal. Jetzt porte ich mich erst einmal nach Haus. Warum zurücklaufen, ne? So, den Müll habe ich, glaube ich, hier drin. Nein, habe ich nicht. Feder? Wo habe ich die Feder? Ich dachte, ich hätte irgendwo schon Federn drin, aber na gut. Ist egal. Dann gehen wir jetzt mal. Weil hier unten kann man, glaube ich, auch ein paar Sachen entdecken, ne? Bei euch kann ich jetzt eh noch nichts machen. Aber da glitzert's, ne? Ach so, das ist Kraut. Nee, das sammle ich jetzt nicht. Kraut sammle ich jetzt nicht. Gehen wir dann da mal runter? Oh, wir könnten da mal runterschauen. Das ist eh eine Sackgasse. Vielleicht finden wir hier irgendwas Besonderes. Hier gibt es anscheinend wieder die Möglichkeit, wenn ich das kann, dann mit dem Zauber, dass wir da hinten reinkommen. Da ist auch irgendwas. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche Blumen finden oder so. Oder irgendwas was Besonderes, was uns weiterhilft.
Ich laufe jetzt genau in die falsche Richtung, ne? Ja, ich laufe genau jetzt hier da lang, obwohl ich hier lang wollte. Ach so, ich dachte, ich wäre hier jetzt reingegangen. Dürüdü. Oh, was haben wir da? Wie soll ich ihn nicht fangen? Froschschleim, jawohl. Salamanderus. Jawohl. Froschschleim. Wenn wir mit Sicherheit noch brauchen. Da ist jetzt dann die Frage, kann ich da ins Wasser? Okay, ins Wasser kann ich, ne? Eidechsenschuppen. Pelz. Komm her, komm her, komm her. Nochmal Pelz. Nee, nee, ihr erwischt mich nicht. So. Nee. Da ist aber auch nicht wirklich irgendwas, ne? Eidechsen. Okay, gehen wir da nochmal hoch und gehen dann quasi den nächsten Weg entlang. Hier. Ach so, da war dieses Tor, ne? Wo wir nicht rein können. Gibt es irgendwelche Pflanzen noch, die wir wenigstens sammeln können? Da kann man auch nichts machen. Pelz. Ups. Ja, ihr seid recht flott. Jetzt habe ich dich. Quarz. Okay, wir werden so langsam wieder voll, ne? Okay, schauen wir mal weiter. Die Dinger natürlich wieder ausgraben, weil da können wir ja dann wieder diese Teile finden. Vielleicht können wir die ganz gut verkaufen. Oh, Hyazinthen. Da gibt es wieder so eine Tür. Es ist blöd, wenn man sich da noch nicht verzaubern kann und entdeckt dann die ganzen Sachen, weil später weiß ich dann auch nicht mehr, wo die ganzen Eingänge waren. Ah, da sind wir dann wieder hier auf dem Feld. Hyazinthen. Wir sammeln jetzt halt mal hier ein, was geht. Blühender Strauß können wir jetzt machen. Wahrscheinlich muss man wirklich sich skillen durch das, dass man bestimmte Sachen sammelt. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Hier haben wir wahrscheinlich dann wieder Kornblumen oder sowas. Die hat man hier auch schon mal gesammelt. Oder Eidechsenschuppen. Oder Hasenbraten. Pelz, Pelz. Ich denke mal, dass das irgendwas ist wie ein Portstein oder sowas. Vermute ich jetzt mal. Schmetterling? Schmetterlinge sind ja ganz übel zu fangen. Also da habe ich jetzt Glück gehabt, aber ich habe, oh, was ich hier schon mich geärgert habe, als ich die das erste Mal versucht habe zu fangen. So, neue Entdeckungsstufe erreicht. Ah, war das nicht so ein Glockenspiel, wo man die Glocken in einer bestimmten Reihenfolge treffen musste? Ich glaube schon. Ich glaube, das war das. Ich muss mal gucken, ob ich die hier drauf.
Okay, die muss man einfach nur. Astra-Obst. Okay, da haben wir ja eins schon. Verbessern kann, okay. Ich glaube, mit den Eicheln kann man auch so. Hier zum Beispiel auf das Huhn. Nee, okay. Aber sammeln kann ich die, ist klar. Also die kann ich mir fangen. Eichel. Das sind schöne Hühner, die hätte ich gerne. Kornblume, neuer Rekord von der Größe. Muss hier mich hier einfach eben noch ein bisschen umschauen. Achso, der war schneller. Jetzt Eidechsenschuppen. Wenn wir voll sind, dann gehen wir wieder zurück. Jetzt würde ich sagen, sammle ich erst einmal was zu sammeln geht. Ne? Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man dann später die Schilder sich kauft und dann hier drauf markiert, wo man was gefunden hat. Wenn man irgendwas Spezielles braucht, dass man sich das dann einfach schnell wiederholen kann. Oh, war ich da schon? Schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Okay, gleich drei verschiedene Gegenstände. Wunderbar. Ja, die kann ich jetzt nicht mitnehmen, hier die Wurzel, ne? Weil ich voll bin. Okay, aber das da konnte ich jetzt irgendwie nicht sammeln. Das kann ich auch nicht sammeln. Naja, komm dann. Ab nach Haus. Ab nach Haus. Mal schauen, ob ich irgendwas herstellen kann, was wir dann verkaufen können. Also hier können wir nichts machen, ne? Radieschen haben wir nämlich noch nicht. Das könnten wir, glaube ich, herstellen. Das ist Pflanzenerweckungstrank. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, ne? Das ist halt etwas, was mich wirklich triggert, ne? Dass die Sachen dann eben hier in der Kiste liegen. Das ärgert mich etwas. Also, dass das hier drin ist dann. Felle, Eicheln, Stein, Pflanzen, der Quarz. Okay. Ich glaube, hier habe ich schon Felle, jawohl. Oh, dann habe ich schon das dritte Fell jetzt. Kornblumen. Da haben wir die Kornblumen. Weil die haben in die andere Kiste nicht mehr reingepasst. Das können wir rüberschieben. Schmetterling, jawohl. Oh, ich habe keine Hyazinthen, ne? Okay, warte mal, dann tue ich euch hier rein. Ich wusste es, dass da noch mal eine dazu kommt. So, und der Schleim kommt hier rein. Und dann tun wir die Nüsse auch einmal weg. Halt. Hier. Das mit der Sortierung ist auch ein wenig, was mich ein bisschen triggert, dass sich das immer verändert. So, wir gehen jetzt einfach mal schlafen. Hier können wir nichts weiter kochen, ne? Doch, das da war das. Delikatesse vom Wildschwein. Fünf Eicheln und Bitterblatt. Und das haben wir nämlich ganz viel. Was haben wir hier? Gemüse. Gemüse und irgendwas Kräutermäßiges. Gemischte Wildkräuter, aber da haben wir noch keinen Ingwer. Kekse können wir nicht machen, da müssen wir Zutaten kaufen. Fischeintopf müssten wir angeln, da bräuchten wir auch wieder Zutaten, die wir kaufen oder halt von unseren eigenen Hühnern. Und Weizen haben wir noch nicht. Und da müssen wir eben Mehl dann herstellen. Aber wir können das da machen.
30, 35. Okay, das war's. Okay. Können wir das vielleicht verkaufen? Mal gucken. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr Geld. Dass wir eben nicht diese Tafel hier verkaufen. Wobei, es sind halt 60, ne? Das hat auch keiner gekauft, den Pelz. Dann tue ich den Pelz jetzt wieder raus und tue dafür die Suppen mal rein. Das sind immerhin 65 Münzen. Vielleicht kauft dir jemand. Schauen wir mal. Nee. Pelz war hier irgendwo. Damit können wir bestimmt irgendwas machen. Aber da brauchen wir eben noch die Tische. Wir gehen jetzt einfach mal schlafen. So. Einfach einmal schlafen. Verdientes Gold 10. Kräuter überwuchern. Okay. Schauen wir mal, was wir heute an Geld haben. Ob es vielleicht einmal ein bisschen mehr ist. Okay, eins ist davon verkauft worden. Okay. Das ist natürlich dann... Ja, braucht man halt ein bisschen Zeit. Aber ich denke, ich komme mit selbstgemachten Essen oder sowas besser dann zurande. Als mit irgendwelchen Kräutern oder sonst was. Den Pflanzenerweckungstrank könnten wir mal reintun. Ihr müsst wieder raus. Jawohl. Ist mir jetzt auch zu doof, dann die Dinger wieder leer zu machen. Dann tun wir mal den Trank hier vielleicht noch rein. Anstatt den Seilen. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass jemand Seile kauft, aber ist okay. Oder Trank des Sturms. Ich nehm die Seile raus und tue dafür mal den Trank hier rein. 12. Nee, nicht hier. Wenn dann da. Hier können wir auch nichts herstellen. Doch, das können wir herstellen, ne? Aber wir haben keine Pelargonien. Parfüm können wir... Brennnessel, Lavendel, das müssten wir herstellen können, das Parfüm. Nein, können wir nicht, weil uns der Lavendel fehlt. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir Lavendel haben. Das können wir auch nicht herstellen. Da brauchen wir 10 Marine. Die können wir auf jeden Fall herstellen, weil wir haben genügend von den Faserunkräutern. Edelsteine haben wir nicht. Ingwer und Blumen. Schwierig, echt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht vorankomme. Okay, ich denke, wir werden uns einfach noch ein bisschen mehr umschauen, ein bisschen mehr Land frei machen. Wir waren ja schon hier in der Wüstengegend. Vielleicht schauen wir uns auch hier nochmal ein bisschen um. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht hier hinten beim Fluss nochmal was finden. Da gehen wir einfach mal hin. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Da schauen wir auch dann nochmal hier oben auf das Plateau. Kann ich mir dann... Marker kann ich mir da hinmachen, ne? Hier, in die Richtung. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoff sowieso, dass wir jetzt bald einmal die 500 Münzen, ich glaube 500 waren es, für die Angel zusammenbekommen, dass wir die kaufen können. Das wäre nicht schlecht. Gut, dann soll es gewesen sein für heute. Ich gucke nur noch mal ganz kurz mit euch, ob wir irgendwelche Pflanzen pflücken können. Wäre ja auch schon mal was Tolles. Radieschen können wir pflücken. 6-mal Radieschen. Cool. Cool, dann können wir Radieschen auch wieder einpflanzen. Alles andere braucht noch mindestens einen oder zwei Tage. Oh, Zwiebeln. Weil das wollte ich ja heute mit euch eigentlich machen, ne? Okay, ihr braucht noch ein bisschen. Jetzt könnte ich mal gucken.
Die kann man ja nicht mehr. Gott, das sind schon wieder so viele Kräuter, ne? Also nicht, oh Gott, viele Kräuter, sondern es wird ja viel zum Sammeln. Man kommt von der Farm ja eigentlich fast nicht weg, ne? Wenn es darum geht mit Sammeln und so weiter, da kann man jeden Tag kann man hier sich die Taschen vollstopfen und ich bin einfach so alter Sammler. Und ihr seht schon, ne? Ich kann wieder nicht Schluss machen. Ich kann dich so nicht fangen, ne? Ich kann den nur hier rausbuddeln. Und ich krieg halt lauter Zeug, wo ich nicht weiß, was ich damit machen kann, weil ich keine Rezepte dafür habe, ne? Naja, gut. Das wird alles noch kommen. Das wird alles noch kommen. Na gut, ich mach mal hier den Hof noch sauber und sammle noch die paar Kräuter ein, die da so rumstehen und verräum das. Und dann machen wir beim nächsten Mal das, wie ich es gesagt habe, mit dem, dass wir dorthin gehen, wo wir das Zeichen gerade gesetzt haben. Ich glaube, das wäre schon ganz gut. Okay, gut, alles klar. Dann soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.